Servus Leute und herzlich willkommen. Ich bin die Jessie und erstmal bin ich tierisch froh, dass wir diesen riesigen Dodge Ram hier hoch aufs Parkdeck bekommen haben. Das ist nämlich wirklich ein Riesenauto, der ist 6 Meter lang, 2,50 Meter breit und fast 2 Meter hoch. Aber wir haben es geschafft und deswegen möchte ich euch den heute hier ja präsentieren. Und ich werde euch alles zeigen zur Optik, zum Innenraum und werde auch eine Runde mit euch fahren. Falls ihr darauf Bock habt, dann bleibt gerne dran und abonniert auch den Kanal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los und fangen mit der Optik an. Kommt mit! Ja, und hier vorne angekommen, kurz noch was in eigener Sache, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter anderem zwischen Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ja, und jetzt fangen wir hier mit der Optik von unserem riesengroßen Dodge Ram an und vielleicht mal kurz zum Verhältnis. Ich bin 1,68 Meter groß, der ist jetzt 2 Meter hoch, 2,50 Meter mit den Spiegelkappen eben breit und fast 6 Meter lang. Also wie ich euch gesagt habe, ein riesiges Auto und hier haben wir eben die Longhorn-Ausstattung drauf. Die zeichnet sich dadurch aus, dass wir ganz viel Chrom vorne haben. Soll eher die Luxusvariante sein. Es gibt noch andere Ausstattungsvarianten, wie beispielsweise Limited oder Sport. Hier haben wir aber Longhorn drauf und hier einen riesigen Kühlergrill. Schaut ihn euch mal an. Gekrönt von einem Ram hier in der Mitte. Wirklich eine richtig krasse Front. Die macht ehrlich gesagt Angst. Wir sind vorhin auch schon ein bisschen durch die Reben damit gefahren, an einem Sonntag, an einem Spaziergang Sonntag. Und ja, die hat nicht nur Angst gemacht, sondern auch für ein paar ja, negative Kommentare gesorgt, weil er wirkt halt schon ein bisschen böse, vor allem eben durch den V8-Motor, der hier drin ist. Dann haben wir hier adaptive LED-Lichter. Die sind super praktisch und auch modern, lenken ein, wenn man in eine Kurve fährt und schaffen damit sozusagen, dass die ganze Straße beleuchtet ist, was wirklich mega gut ist. Jetzt gehen wir mal ins Profil und wie ich euch gesagt habe, haben wir hier jetzt ein 6 Meter langes Auto. Für mich quasi unmöglich, den irgendwie rückwärts seitlich einzuparken. Ich bin aber auch echt nicht gut drin, muss ich ehrlich sagen. Und ja, die Amis sind stolz, warum auch nicht, auf ihre Autos und machen das vor allem durch ganz viele Patches bemerkbar. Hier haben wir jetzt 1500 Hemi 5,7 Liter draufstehen. Das ist der V8-Motor, wie gesagt, den zeige ich euch nachher nochmal. Hier steht es nochmal groß drauf, Ram Longhorn. Und hier hinten haben wir dann auch nochmal von unseren ja, Kooperationspartnern AEC etwas draufstehen. Und hier hinten haben wir jetzt ja eben 22 Zoll drauf. Schaut ihr euch mal an, wenn ich jetzt so nebendran stehe. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Auto gefahren bin mit 22 Zoll. Ich glaube maximal 21 Zoll. Die sind echt riesig und ich habe euch das Luftfahrwerk jetzt mal ganz nach oben gefahren. Jetzt kommen wir auf eine Höhe von ja fast 2 Metern und das hat es jetzt hier mit dem Parkhaus auch schon relativ schwierig gemacht, hier reinzukommen. Jetzt zeige ich euch was wirklich Cooles. Das ist absoluter Ami-Style. Wenn ich hier aufmache, fährt jetzt da unten so ein Trittbrett heraus, was es mir dann erleichtert, hier reinzukommen. Ich steige hier ein und fühle mich so ein bisschen wie im Bus oder so oder wie in einem LKW. Das ist wirklich super witzig. Und jetzt mache ich hier wieder zu. Und wir haben ja hier die Crew Cab Variante. Die Crew Cab Variante zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier hinten eben oder insgesamt 5 Sitze haben und sehr viel Platz. Hier hinten haben wir jetzt 1,15 Meter Beinfreiheit. Also wie gesagt, ein echtes texanisches Wohnzimmer und vorne 1 Meter Beinfreiheit. Ich setze mich hier jetzt mal rein über meine Trittbrettstufe, habe hier auch nochmal die Möglichkeit, mich festzuhalten, habe so ein Oh-Shit-Handle. Und jetzt schaut euch mal an, wie viel Platz ich hier wirklich drin habe. Ich kann mich quasi hinlegen. Es ist super bequem, fühlt sich an wie bei meiner Oma im Wohnzimmer. Und wir haben hier ja sehr interessante Sitze, schaut die euch mal an, mit einem perforierten Leder und auch so ja, einem Muster. Sieht so ein bisschen aus wie ein Leder-Cowboy-Stiefel. Hier steht auch nochmal Longhorn ganz stolz drauf in der Mitte. Und wir haben hier vorne in der Mitte ja dann nochmal alles Mögliche zum Thema Sitzkühlung und Sitzbelüftung. Kann mir die Klimaanlage anmachen, ganz Ami-typisch und habe hier auch nochmal eine ja, Steckdose. Dafür braucht man aber einen Adapter, weil es ist ja ein Ami-Auto. Und dann kann ich euch noch zeigen, dass wir hier eine Mittelarmkonsole haben, die wirklich witzig aussieht. Hier kann ich es nochmal hochheben, kann hier auch nochmal was in so einem eher samtigen Bereich verstecken, wieder zumachen. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass ich mit meiner 3-Liter-Cola-Dose hinten durch Amerika fahre und da vorne meinen Chauffeur, den sehe ich und höre ich fast gar nicht, weil der so weit weg ist. Was auch super witzig ist, schaut euch mal das an.
hier so eine Gürtelschnalle und auch nochmal ja eben so ein Lederverschluss. Also hier ist so viel Detail drin. Hier vorne auch nochmal Longhorn mit so einem Arschgeweihmuster. Hier auch nochmal so ein Drahtmuster. Und was cool ist, wenn man das hier hoch macht, hat man hier nochmal die Möglichkeit, was zu verstauen. Also am Platz mangelt es hier definitiv nicht. Jetzt gehe ich mal nochmal kurz raus und zeige euch jetzt noch schnell, was man noch machen kann. Und zwar kann ich hier noch den Sitz eben hochklappen und auch auf der anderen Seite und habe dann eben ja den ganzen Platz, den ich auch nutzen kann. Echt crazy, sowas habe ich noch nie gesehen im Auto. Aber jetzt schauen wir uns mal hier hinten ja die Ladefläche an. Und zwar haben wir jetzt hier das Shortbed, das ist 1,70 Meter lang. Es gibt auch das Longbed, das ist 1,90 Meter lang. Und schaut da mal rein, wir haben jetzt hier so eine gespritzte Schicht drüber, die dann das Ganze nochmal schützt. Und da kann man jetzt bis zu 915 Kilo zuladen. Und das ist halt für alle, die ein praktisches Auto da draußen suchen, die absolut beste Wahl. Hier haben wir dann auch nochmal Ram stehen. Hier ist übrigens die Rückfahrkamera oder eine davon. Longhorn steht hier auch nochmal drauf und 4x4 ist natürlich ein Allrad. Und wir haben hier eine ziemlich fette Anhängerkupplung und damit kann man jetzt bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Also wer da mehr möchte, ein Boot kriegt man damit auf jeden Fall transportiert, weiß ich auch nicht. Aber was wir jetzt machen, wenn ihr jetzt mal da unten reinschaut, ist, dass ich reinspringe. Ich zeige euch noch den Sound von dem V8-Motor und dann sagt ihr mir, wie ihr den findet. Und was sagt er? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Der hat hier jetzt übrigens die Gasanlage verbaut. Hier könnt ihr es übrigens sehen. Da ist es. Aber jetzt gehen wir vor und schauen uns noch den Motor an. Und wie ich euch schon versprochen habe, ist es jetzt ein V8 mit 5,7 Liter. Ich mache den euch mal auf. Und jetzt müsst ihr mal da oben reingucken. Ich kann schon fast nicht mehr reinschauen. Und der hat jetzt ja 400 oder 401 PS und 550 Newtonmeter maximales Drehmoment. Also ja, ein echtes Zugpferd, wahnsinnige Maschine, unverbraucht, aber 14,8 Liter. Also der ist für uns Deutsche wahrscheinlich relativ schwer zu handeln, aber auch ja relativ teuer. Und fährt V-Max, ja, ich weiß nicht so genau, 190 steht ab und zu da, manchmal 185, manchmal 180. So ist es halt bei importierten Autos. Da hat man nicht immer die genauen Werte. Aber jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch ein bisschen was ja da vorne zum Thema Innenraum. Und dann fahren wir eine Runde. Wahrscheinlich wird es sogar ein bisschen Night Drive. Kommt mit. Ja, kommen wir jetzt wie versprochen zum Innenraum und seid mir nicht böse, dass es jetzt ein bisschen dunkel geworden ist, aber ich zeige euch trotzdem alles, was ihr wissen müsst, zumindest ja ganz kurz. Und zwar haben wir jetzt hier vorne ja 1 Meter Beinfreiheit. Es ist wirklich riesig wie ein Wohnzimmer und schaut euch mal die Sitze an. Die sind jetzt hier genauso wie hinten aus diesem ja hellen Leder, sind nicht so gut verarbeitet, wie man es jetzt beispielsweise aus deutschen Autos kennt, aber das war zu erwarten. Amerikaner legen auf andere Dinge Wert, vor allem auf viel PS und große Ausmaße. Haben jetzt hier in der Mitte auch nochmal Longhorn stehen, worauf sie sehr stolz sind. Und haben jetzt auch Kopfstützen, die wir verschieden anpassen können. Das heißt, ich kann die jetzt hier auch so vordrücken. Das heißt, es ist so ein bisschen wie der Massagesessel bei meiner Mama daheim. Ich sitze hier perfekt drin, geben zwar nicht so guten Seitenhalt, sind sehr flach, aber dafür umso bequemer und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich damit sehr lange Strecken hinter mich bringen kann. Ja, dann haben wir hier auch wahnsinnig viele Ablageflächen. Schaut mal hier vorne, einerseits haben wir ein Handschuhfach, dann haben wir hier mit einem Knopf nochmal so, mit einem Knopf kann man das öffnen, nochmal so eine kleine Fläche, in der ich was verstauen kann. Wir haben hier in der Mitte unfassbar viel Platz, wenn ich das hier hoch mache. Seht ihr hier vorne schon, haben wir unsere ganzen Handys hier beispielsweise drin. Ich habe hier auch noch mal ganz viel Platz, zweimal die Möglichkeit, im Cupholder eben reinzumachen. Kann das auch hier nach hinten schieben, kann da noch mal was reinmachen. Ja, und die von Dodge haben eben gesagt, dass es auch vor allem dafür da ist, dass man hier auch vorne seinen Einkauf eben reinpacken kann, weil wir haben ja hinten eben nur diese Pritsche bzw. die Rückbank und hier passt auf jeden Fall auch ja mein Sixer Bier rein, den ich mir dann gekauft habe. Hier hinten übrigens auch nochmal zwei Cupholder für die, die da hinten sitzen. Also der nächste McDonald's-Besuch funktioniert auf jeden Fall. Da kriege ich alles unter. Hier vorne kann ich dann mein Handy induktiv laden. Das stecke ich dann hier so rein. Das würde ich persönlich jetzt nicht so sehr machen, weil das sieht relativ eng aus und da hätte ich Angst, dass mein Handy kaputt geht. Aber sonst gibt es hier eigentlich nichts zu meckern zum Thema Ablageflächen. Wir haben hier sehr viele Holzelemente drin.
die ich sehr spannend finde, und da ist Dodge auch sehr stolz drauf. Wir haben hier beispielsweise im Lenkradholz hier vorne dreidimensional eben den Rambock, haben auch in der Tür echtes Holz, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist auch ein offenporiges Holz, was ich sehr schick finde, und relativ viele Chromelemente hier drin durch die Longhorn-Ausstattung. Hier vorne haben wir dann ein 7 Zoll TFT. Das ist ganz spannend, und eben rechts und links auch nochmal ja unsere Rundmeter analog. Sieht sehr exotisch aus, erinnert mich so ein bisschen an den Tiger King hier an der Seite auch nochmal mit einem kleinen Tribal drauf. Also sowas Exotisches und sowas Verrücktes habe ich selten in einem Auto gesehen. Hier vorne steht auch nochmal Ram ganz groß drauf. Und dann spielen wir das jetzt hier mal kurz durch. Ich kann jetzt hier beispielsweise mir mein Gerät koppeln. Es ist übrigens auch möglich, Apple CarPlay hier over the air anzuschließen. Kann hier alles zum Thema ja eben Fahrzeugstatus mir sagen. Wie ist es gerade mit dem Thema Verbrauch? Welche Assistenzsysteme habe ich hier? Kann mir auch alles zur Motoröltemperatur anzeigen lassen und hier auch nochmal digital meine Geschwindigkeit. Und da unten sehe ich auch die Gänge, in denen ich gerade bin. Beziehungsweise bin ich gerade hier im Park, rückwärts, neutral und eben Drive. Und hier vorne haben wir dann ja eben das 12 Zoll Uconnect. Und das kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor und ist ja eben beispielsweise auch so ähnlich in einem Jeep drin, zumindest das Betriebssystem. Hier haben wir aber eben 12 Zoll, was halt deutlich größer ist als in den deutschen Autos, die wir kennen. Haben hier auch ein paar manuelle Knöpfe noch, die ich ganz gut finde, hier für die Klimaautomatik, auch wo das Ganze blasen soll oder auch nicht herblasen soll. Hier vorne haben wir dann auch nochmal Knöpfe, die so ein bisschen an Flugzeug erinnern, für ja die Assistenzsysteme. Habe hier auch nochmal die Möglichkeit, hier, falls ich jemanden abschleppen muss oder so, in verschiedene Modi reinzumachen. Und hier auch nochmal die verschiedenen Modi per Drehdrücksteller. Und jetzt kommen wir zum Infotainment. Und hier habe ich jetzt eine Home-Taste, da kann ich draufdrücken. So, und kann hier verschiedene Dinge durchswipen, wie beispielsweise ja die Medien, die connected sind, kann alles zum Thema Klimaanlage einstellen, habe hier auch nochmal Apps, die ich einstellen kann oder runterladen kann, habe hier auch zum Beispiel Thema Sitzheizung und so weiter und so fort. Das ist übrigens typisch amerikanisch, vorne Sitzheizung und Sitzbelüftung und hinten auch, also man fühlt sich hier wie in einem großen Mall. Habe hier auch noch alles zum Thema Navigation, das zeige ich euch mal, so sieht das aus. Riesengroß, auch so ein bisschen wie ein Tesla mit so einem aufstehenden ja, Infotainment. Habe hier auch noch Informationen zum Thema Telefon, das habe ich jetzt gerade nicht gekoppelt. Und habe hier auch noch mal die Rückfahrkamera, die ich dann anmachen kann, wenn das Auto an ist. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde und es wird wahrscheinlich wie versprochen ein Night Drive. Kommt mit! Jetzt geht's los mit dem Night Drive und erstmal machen wir den Ram an. Ich mache euch hier vorne mal das Licht an, dass ihr so ein bisschen mich zumindest seht. Und hier vorne fährt dann das Longhorn rein im TFT, was schon ganz schön schick ist. Und hier sind jetzt, wie ich euch schon gesagt habe, die Gänge. Und da gehen wir mal in Drive und fahren los. Huch, und ich merke schon, da ist auf jeden Fall Power drin. Ich tippe das Gas nur leicht an und der geht schon gut voran. Und ich fühle mich hier ja echt verrückt, wie in so einem Bus. Ich sitze sehr hoch und es fühlt sich sehr komfortabel an. Und wir haben ja jetzt hier auch eine Luftfederung und die merkt man auch direkt bei der Fahrt. Es ist wirklich wie auf einem kleinen Luftkissen. Und jetzt fahre ich mal hier drüben hin und merke schon direkt, die Ausmaße sind für mich als, ja, normalerweise fahre ich einen Mini privat, schon ziemlich extrem. Der ist jetzt 2,50 Meter breit, 6 Meter lang und 2 Meter hoch. Wir haben übrigens auch gerade ein kleines Video gedreht, wie wir damit in so ein Parkhaus gefahren sind. Und das sind echt ja extreme Ausmaße, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es doch schon ein sehr komfortables Auto. Und ich habe so das Gefühl, dass ich hier jeden von der Straße rammen kann und super sicher bin. Das ist ja irgendwie auch total wichtig, wenn man Auto fährt. Und da komme ich auch schon zum Thema Versicherung. Und da könnt ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner GetSafe vorbeischauen. Das ist ja ein junges Startup, die Versicherung revolutionieren wollen. Und die zeigen euch alles in der App. Und super einfach, super easy, ohne Papierkram, wie ihr Versicherungen abschließen könnt, wie ihr sie auch wieder kündigen könnt. Und vergesst nicht, bis Ende November steht auch noch der Wechsel eurer Kfz-Versicherung an. Schaut einfach mal vorbei, den Link findet ihr unten in der Bio. Die machen echt einen klasse Job. Ja, und jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Fahrdaten. Und ich habe euch ja vorher nicht genau sagen können, wie viel Vmax der jetzt fährt. Und schaut da mal beim Jan ins große Review rein. Wir haben es getestet. Es sind 175 km/h.
So, für mich persönlich oder für die deutsche Autobahn ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig. Die meisten fahren da ja mindestens 180 auf der linken Spur. Der geht zwar wirklich super vor, hat auch eine wahnsinnig schnelle Beschleunigung. 7 Sekunden haben wir circa jetzt gemessen. Das reicht vor allem für so einen riesigen Bock, aber es ist halt eben ja kein Auto, mit dem man jetzt super schnell auf der Autobahn ist, aber eben super lang. Es ist ein sehr, sehr gutes Langstreckenauto. Ich habe euch ja schon gesagt, die Sitze sind wahnsinnig bequem und auch für den Fahrer ist es einfach der absolute Knaller. Die Lenkung ist ein bisschen schwammig, aber das ist ja normal bei so einem großen Auto. Und jetzt zeige ich euch bei dieser Gelegenheit noch die Rückfahrkamera. Die mache ich jetzt mal gleich rein. Die braucht man nämlich hier bei diesen Ausmaßen und ihr seht, die ist jetzt im Dunkeln ein bisschen grisselig, aber ich sehe wirklich noch alles, habe hier auch noch eine Ansicht von ganz oben und eben eine 360-Grad-Kamera. Ihr hört auch das Piepsen, kann jetzt auch die Kameraeinstellung ändern, kann mir nur vorne anzeigen lassen, nur hinten und kann auch ja hinten von oben von meinem Pickup im Prinzip gucken lassen, kann hier das dann auch alles wieder zumachen. Und gucke jetzt mal hier nach hinten, fahre jetzt noch mal rückwärts und merke auch jedes Mal, wenn ich aufs Gas gehe, dass ich sehr weit vorgeschoben werde. Und jetzt fahren wir mal weiter. Wie gesagt, zu den Fahrdaten, da gibt es nichts zu meckern. Mir wäre jetzt persönlich ein bisschen zu langsam, aber ich glaube, für all die Leute, die sich hier draußen so ein Auto kaufen wollen, geht es nicht darum, schnell zu fahren, sondern einfach ja wahnsinnig viel ziehen zu können. Das kann man mit dem, man kann wahnsinnig viel Zuladung dazu packen, fast 1000 Kilo, was echt krass ist. Ich kann damit mein Boot ziehen und da darf ich halt eben auch nicht so schnell fahren. Was auch interessant ist, wir haben jetzt hier sehr wichtige Assistenzsysteme drin. Wir haben ja ein Spurhalteassistent, wir haben einen Notbremsassistent und wirklich alles, um teilautonomes Fahren Level 2 zu garantieren. Und damit passt dieses Auto eben auch auf deutsche Autobahnen oder eben auch auf ja, unseren europäischen Fahrstil. Dann haben wir hier eine 8-Gang-Wandlerautomatik drin und ein Untersetzungsgetriebe. Hier können wir übrigens ja das Ganze einstellen. Normalerweise kommt eben der Antrieb von hinten durch eine Lamellenkupplung nach vorne. Man kann aber hier auch ja einen Allradantrieb eben reinschalten, was auch vor allem gut fürs Offroad-Fahren ist. Da könnt ihr auch mal beim Jan reinschauen. Der hat uns durch die Weinreben durchgejagt und das hat ganz schön gut geklappt. Aber jetzt fahren wir wieder zurück. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern. Es wird wieder ein bisschen heller und ich zauber euch noch ein kleines Fazit. Kommt mit. Kommen wir zu meinem kurzen Fazit und ich muss euch sagen, das ist ein richtiges Traumauto. Warum ist das so? Ja, einerseits wegen der enorm hohen Zuglast, es ist einfach ein praktisches Auto und es sieht verdammt geil aus und ist echt was anderes. Ich habe so ein Auto ehrlich gesagt noch nicht oft auf der Straße gesehen und habe mich ja auch sehr besonders gefühlt damit. Natürlich ist es ökologisch gesehen und umwelttechnisch gesehen vielleicht nicht das, was jetzt in unsere heutige Zeit passt, wenn man sich anschaut, dass da ja gerade alles zum Thema Elektromobilität viel mehr ausgebaut wird. Aber das Teil ist vor allem sehr praktisch. Also für alle, die da draußen ein Nutzauto brauchen, ist es wirklich perfekt. Natürlich muss man sich dann damit abfinden, dass dann auch der ein oder andere Passant ein bisschen negativ reagiert. Wir waren, wie gesagt, heute in den Reben unterwegs und Jan Stinkefinger wurde uns nicht gezeigt, aber wirklich positiv waren die Reaktionen da nicht. Und dann kommen wir zum Thema Preis und ich habe euch ja schon gesagt eingangs, dass IC Europe unter anderem diesen Dodge Ram importiert hat und ich habe bei denen gesehen, dass der jetzt so circa ab 46.000 Euro beginnt in dieser Ausstattungsvariante und eben mit dieser Motorisierung. Und das ist schon ein ziemlich krasser Preis, aber dementsprechend ganz schön gut. Man hat ein besonderes Auto und es ist halt eben was ja fürs Ami-Herz da draußen und für euch wahrscheinlich auch, weil deswegen habt ihr euch dieses Video auch angeschaut. Falls es euch zu teuer sein sollte, hoffe ich, dass ihr den auch bei unserem Kooperationspartner GoLeasy findet. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch ja zwischen führenden Teilnehmern oder Leasingplattformen wie auch Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Lasst mir gerne ein Abo da und auch einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und hoffentlich wieder bei einer Ami-Karre. Bis dann, Freunde.